Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute einen XXL-Burger oder auch einen Burgerkuchen und das Ganze im Flammkuchen-Style. Und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während unser Grill jetzt so vorheizt, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. So viel ist nämlich nicht zu tun. Gibt ein bisschen was, aber das siehst du jetzt. Wir beginnen nämlich mit Knoblauch. Und das ist ein Zehenknoblauch, das ist auch japanischer Knoblauch. Der ist ein bisschen milder im Geschmack, aber stinken tust du danach genauso. Und ich wurde jetzt gefragt, warum ist dein Intro eigentlich immer gleich mit dem Abonnieren? Ganz einfach, es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Und damit die wissen, was sie zu tun haben, sollten sie auf Abonnieren klicken. Das ist auch immer interessant, man sieht genau in der Statistik, wer abonniert und wer nicht, aber wer immer wieder kommt und wer nicht. Und deswegen sage ich das am Anfang tatsächlich immer. Und der Knoblauch, der ist jetzt geschält, wird dann einmal eingeschnitten von oben nach unten und dann runtergehackt. So bekommst du schön feinen Knoblauch. Den Knoblauch bitte nicht pressen, weil sonst schmeckt hinterher alles einfach nur nach Knoblauch durch die ätherischen Öle. Dementsprechend schneid ihn am besten einfach klein. Das hier, das ist Creme Fraiche, aber die genaue Rezeptangabe, die findest du wie immer am Ende vom Video. Und nach dem Knoblauch ist vor der Zwiebel, sag ich ja immer. Und das hier ist eine weiße Zwiebel. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, dann schreib einfach den Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare. Ist ein Community-Projekt. Hilft mir, weil ich mehr Kommentare bekomme. Hilft euch, weil man die Zwiebelliebe in die weite Welt hinausträgt. Hilft uns allen, weil es einfach unglaublich schön ist. Vielen, vielen Dank an alle, die dieses Projekt hier in die weite Welt hinaustragen oder auch über ihren Freunden davon erzählen. Und die Videos natürlich schauen. So, die Zwiebel oben und unten eingeschnitten, die Haut entfernt. Und jetzt schneiden wir einfach runter, sodass wir feine Zwiebelwürfelchen haben. Du kannst aber grundsätzlich auch Halbringe schneiden. Das tut der ganzen Sache garantiert keinen Abbruch. Einfach von oben nach unten runterhacken. Und dann ist die Zwiebel auch schon geschnitten. Das hier ist übrigens eine weiße Zwiebel. Normalerweise nimmt man ja rote Zwiebeln. Aber ich habe mir gedacht, ist bestimmt ganz charmant, wenn einfach alles komplett weiß ist. So in dieser Creme, in dieser, ja, ich nenne es einfach mal Flammkuchencreme. Das hier, das ist jetzt Pfeffer. Kannst auch noch ein bisschen Salz hinzugeben. Und dann wird das Ganze durchgerührt. Und du bist schon fertig mit dem Schnibbeln und dem Vorbereiten im Großen und Ganzen. Denn jetzt kann dein XXL-Burger oder auch dein Fladenbrot, wenn du nicht ganz so viel Fantasie und keinen Humor hast, dann nenn das Ganze einfach belegtes Fladenbrot. Den kannst du jetzt aufschneiden, beziehungsweise das Fladenbrot kannst du jetzt aufschneiden. Und dann wird diese Creme, die du vorher angerührt hast, einfach da drauf gestrichen. Ja, dementsprechend, ich finde halt, wie gesagt, wenn das Ganze weiß ist, sieht es irgendwie deutlich besser aus, harmonischer. Aber wenn ihr jetzt sagst, hey, du willst da rote Zwiebeln haben oder gelbe oder Perlzwiebeln oder Frühlingszwiebeln oder was auch immer, dann kannst du das selbstverständlich auch tun. Und nachdem die Creme verteilt ist, kommt da jetzt gleich natürlich etwas ganz Essentielles drauf, nämlich Schinken. Und wer den Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich empfehle, einfach mal zum Metzger zu gehen und zu sagen, dass ihr gerne Schinkenabschnitte hättet. Die gibt es nämlich meistens für ein Apfel und ein Ei, und viele kriegen das auch sogar kostenlos, so nach dem Motto, ach ja, für den Hund. Und dementsprechend spart ihr da echt eine Menge Geld und es wird viel, viel weniger an Lebensmitteln weggeschmissen. Also fragt einfach mal bei eurem Metzger nach Schinkenabschnitten und dann schneidet ihr das klein und seid dann eben direkt dabei und habt direkt solche Schinkenstreifen. Das hier, das ist Mittelalter Gouda. Ich bin Fan von mittelaltem Gouda, weil junger Gouda nach eben nichts schmeckt. Und der wird einfach oben drüber gerieben. Warum? Ja, auf dem Flammkuchen ist das ja normalerweise nicht unbedingt. Aber hey, das hier ist ja auch irgendwie so eine Art Burger. Und ich finde, Käse hat auf jeden Fall noch nie ein Rezept schlechter gemacht. Einfach mal ausprobieren. Dann kommt das Ganze indirekt auf den Grill bei 180 Grad und wird dort mindestens 30 Minuten gebacken.
Und nach 30 Minuten sollte das Ganze so aussehen. Das Ganze ist natürlich wieder nur eine Idee. Deiner Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt. Ja, du kannst das selbstverständlich mit Thunfisch belegen oder auch mit Hackfleisch belegen oder mit etwas ganz anderem belegen. Mit Sicherheit auch eine tolle Variante ist mit Pastrami und Sauerkraut oder so Räuben-Sandwich-mäßig. Kann man sicherlich alles machen. Jetzt kommt da ein bisschen Angebersalat noch oben drauf. Und dann kannst du den angegrillten Deckel aufsetzen und das Ganze aufschneiden. Ist gerade für so einen netten Grillabend mit der Verwandtschaft oder sowas eine coole Idee, weil das kannst du entweder als Vorspeise oder auch so als Beilage mit dabei stellen. Und dann kann sich jeder einfach bedienen, wie er es gerne mag. Und das schmeckt wirklich unglaublich gut. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze einmal nachzugrillen und nachzumachen. Du wirst wirklich überzeugt sein. Wenn du noch weitere einfache Rezepte rund um den Grill suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Das findest du in jedem gut sortierten Buchhandel oder du kannst auch im Buchhandel nachfragen. Und im Zweifel findest du das auch unten in der Infobox als Link. Hier hast du noch das Rezept und ich würde mich wie immer freuen, wenn du deinen Freunden von den Videos erzählst, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen freundlichen Kommentar und natürlich, wenn du mir gewogen bleibst. In diesem Sinne, mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!